Die Schwerelosigkeit im Weltraum hat massive Auswirkungen auf unser Gehirn. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie. Und damit ist auch endlich geklärt, warum ein längerer Aufenthalt im Weltall das Sehvermögen deutlich beeinträchtigt. Sind längere Reisen in den Weltraum also unmöglich? Klick zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Der Aufenthalt im Weltraum ist eine Tortur. Er greift die Gesundheit des Menschen an allen Ecken und Enden. Und es ist fraglich, ob der Mensch überhaupt einen längeren Aufenthalt im Weltraum überleben würde. Und eine neue Studie zu Veränderungen im Gehirn nährt diese Erkenntnis. Grundsätzlich fängt das Problem schon mit der generellen Degeneration an. Pro Monat verlieren Menschen im Weltraum 1,5% ihrer Knochenmasse. Und Training, wie es Alexander Gerst absolviert hat, um diese Degeneration zu verlangsamen, hat einen extrem unangenehmen Nebeneffekt. Fieber. Die Körpertemperatur von Weltraumfahrerinnen und Fahrern liegt im Ruhezustand rund 1 Grad über dem Normalwert, der hier auf der Erde gilt. Körper werden im Weltraum über etwa 2,5 Monate lang immer wärmer. Dann etwa pendelt sich die Temperatur bei etwa 38 Grad ein. Und das könnte fatale Folgen haben. Messungen zeigen, dass die Körpertemperatur der Astronautinnen und Astronauten sogar oft auf mehr als 40 Grad ansteigt. Eine Studie geht davon aus, dass dieses ständige Weltraumfieber von den Umständen dort herbeigeführt wird. Der Körper kann in der Schwerelosigkeit nur schwer seine überschüssige Hitze loswerden. Und selbst wenn, diese verdampft weniger als auf der Erde und wird so schlechter abtransportiert. Und das ist nur ein Aspekt. Auch die Sehfähigkeit nimmt im Weltall ab. Das ist fatal. 70% der Astronauten und Astronautinnen über 50, die ein halbes Jahr auf der ISS, der Internationalen Raumstation, waren, klagen über Sehprobleme. Brillen mussten nach dem Aufenthalt angepasst werden und wer keine Brille hatte, bekam jetzt eine. Und jetzt sagt eine neue Studie, die Ursache dafür ist fatal. Bei der Studie wurden 11 Raumfahrer und Fahrerinnen untersucht. Sie waren zwischen 2014 und 2018 für einige Zeit an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Vor dem Aufenthalt im All wurde ein Hirnscan gemacht, 10 Tage nach der Rückkehr und 7 Monate später auch. Als Vergleich gab es noch Hirnscans von Menschen, die die Erde nicht verlassen hatten. Die Ergebnisse sind ehrlich gesagt ernüchternd. Der Aufenthalt auf der ISS hatte massive Auswirkungen auf das Gehirn. Die Hirnventrikel, Hohlräume im Gehirn, die mit Wasser gefüllt sind, vergrößerten sich im Schnitt um 12%. Bei den Seitenventrikeln waren es sogar 13%. Und hier konnte ein Zusammenhang zwischen dieser Vergrößerung und der Verschlechterung des Sehvermögens nachgewiesen werden. Das ist natürlich fatal. Zum einen ist es natürlich bedenklich, dass die Gesundheit nach einem Aufenthalt im All nachhaltig beeinträchtigt wird. Und zudem ist die Frage, was passiert bei längeren Aufenthalten, wie einem Flug zum Mars? Dehnen sich die Ventrikel weiter aus? Welche weiteren Schäden richten sie dann an? Beim aktuellen Stand ist es ein kaum zu kalkulierendes Risiko. Eine Reise zum Mars könnte man so nicht riskieren. Die Besatzung könnte währenddessen solche Schäden erleiden, dass sie nicht mehr in der Lage wäre, die Mission zu Ende zu bringen. Eine absolute Katastrophe. Einen Trost gibt es allerdings. Diese Ausdehnung der Ventrikel geht auf der Erde scheinbar langsam wieder zurück. Nach 7 Monaten auf dem Boden war die Ausdehnung wieder um die Hälfte zurückgegangen. Die Gesundheit im Weltraum scheint ein wirklich komplexes Problem zu sein. Nach dem jetzigen Stand könnte sie längere Raumflüge generell verhindern. Für eine Mars-Mission müssten wir dieses Problem und auch die anderen Herausforderungen unbedingt lösen, damit die Reise nicht in einer Katastrophe endet. Wie Einsteins Gehirn gestohlen wurde, eine absolut unglaubliche Story. Anklicken, anschauen und Astro Comics TV abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.